Hallo zusammen, herzlich willkommen zurück zu Fallout. So, es ist irgendwie Samstagabend, weiß nicht, 12:30. Ich komme gerade von einer Feier zurück. War sehr schön. Und ich dachte mir, hey, spielst du da nochmal ein bisschen Fallout zum Entspannen? Gucken wir mal. Wir wissen, hier sind Schaben. Und da vorne ist hier irgendwo die große. Da ist sie. Gucken wir mal. Torso. Nehmen wir doch mit. Zwei Schüsse. Nehmen wir mal drei. Verdammt, da ist sie jetzt. Ja, sie ist weg. Hallo? Ich nehme mal mein Messer. Hallo? Ich wollte mein... Ich komme da nicht raus aus dem Modus. Ein Hund in Ruhe. So. Okay, das werden sie wohl gewesen sein. Looten wir sie mal. Na, und ich dachte mir, ja komm, ich bin jetzt auch neugierig, was hier zu holen ist, weil ich habe gelesen, legendäre Gegner. Auch wenn die jetzt nicht legendär, wow, haben auch legendäre Waffen oder sowas drin oder legendären Loot. Unaufhaltsam, doppelläufige Schrotflinte. Füllt deine Aktionspunkte bei einem kritischen Treffer wieder auf. Geil. Unaufhaltsam. Okay. Kurzer Lauf, kurzer Kolben. Die klingt echt gut. Den nehmen wir mit. Und die legen wir auch gleich mal an. Wer weiß, vielleicht können wir die gleich noch gebrauchen. Waffen. Unaufhaltsam. Doppelläufige Schrotflinte. Geile Sache. Ippo-Gewehr, Lasermuskete, dann kommt die dahin, ne? Das klingt ja nett. Was hat denn meine normale? 45 Schaden. Hat die auch. Feuerrate ist dieselbe. Reichweite ist dieselbe. Präzision, Gewicht, Wert. Okay. Also die werden wir aufrüsten. Weil ich habe auch gelesen, es lohnt sich halt richtig, die legendären Waffen aufzuwerten. Also wenn, dann eher die als... Was für Geräusche? Ich denke mal, dir passiert irgendwas. Okay, wir gucken uns hier natürlich nochmal um. Hier liegen bestimmt noch schöne Sachen rum. Wie hier zum Beispiel. Stimpak und Rod Array. Sehr gut. Ansonsten glaube ich nicht, dass hier noch viel ist. Gucken wir mal. Irgendwo ist hier noch... Okay. So, das dürfte es jetzt aber wohl hoffentlich gewesen sein. Oh, was hat er denn hier? Ein Armeehelm, den nehmen wir mit. Einen sauberen Besen. Das ist der erste saubere Besen, den ich finde in diesem Spiel. Die anderen sind Globus. Hat, glaube ich, auch Kunststoff drin oder so. Zigarrenkiste ist gut. Ich habe ansonsten... Ja, ich weiß, dass ich sehr viel Loot mitnehme, aber mein Hund kann echt viel tragen. Ich habe den auch schon einige Sachen gegeben. Nachrichtenraumschlüssel, Superkleber. Okay, Schraubendreher. Spätausgabe der Zeitung. Ein Radio. Machen wir das doch mal an. Okay, hier ist kein Empfang. Anscheinend nicht. Und was steht da noch? 10 mm Patrone. Übrigens habe ich unheimlich viele 5 mm Patronen bekommen. Und ich glaube, irgendwann muss ich mal so ein Rad-Array nehmen. Das machen wir jetzt mal. Nee. Hilfsmittel. Ich nehme mal so ein Rad-Array. Machen wir das mal. Nehme ich dann erst noch so ein Hilfsfleisch. Rad-Karalagen. 11 Rad. Rad-X. Achso. Rad-Array. Da haben wir so viele von. Da können wir sicherlich mal einen von nehmen. Ach, das muss ich auch den Favoriten zuweisen. Moment, wo sind meine Drogen da oben hin? Ach, das hatte ich dann irgendwann vor dem Spielstand gemacht, was? Ah ja, in der Tat. Meine Trefferpunkte sind da ziemlich weit unten. Okay, dann werfen wir gleich nochmal ein Stimpak ein. Wie hoch kommt das denn jetzt? Ja. Also, der Strahlungsbalken nimmt euch automatisch auch den HP-Balken.
Das ist dann gerade für mich eigentlich ganz gut, wenn ich mir dann gelegentlich mal so ein Radarray reinpfeife. Wäre vielleicht nicht das Schlechteste. Komm, den Schraubendreher will ich mitnehmen. Hier hatten wir schon alles gelootet, wenn mich nicht alles täuscht. Hier irgendwo auch. Und einen Schlosserhammer können wir mitnehmen. So, und jetzt können wir nämlich... Ja, den ganzen Rückweg, ne? Da gibt's... Was? Was war das denn? Dandyboy-Äpfel? Schrank war nichts? Ach, was bin ich denn hier getreten? Lederrüstung, Uhrzeug. Ne, wollen wir nicht mitnehmen. Die Kronkorken nehmen wir mit. Und... Okay, hier ist nichts drin. Hätte ja sein können. Ansonsten brauche ich hier nicht viel Licht. Was ist das? Okay, Lederrüstung. Hier haben wir natürlich auch noch nicht gelootet. Und ich glaube ja mal, dass das oben auch noch eine Lady, mindestens eine steht. Also die draußen, glaube ich nicht mal, dass sie tot ist. Ah ja, ein bisschen Musik ist immer gut. Bleistift. Okay, dann werde ich wohl kaum Blei rauskriegen aus dem Bleistift. Ach, hier stand auch der coole Teddybär mit der... Genau, da wollte ich ein Foto von machen. Das können wir eigentlich mal machen. So, hier ist ja noch Munition. Den nehmen wir mit hier. Warum knurrt mein Hund so? Das gefällt mir gar nicht. Klemmbrett und... Habe ich den gelootet? Nee. Impro-Pistole. Die nehme ich trotzdem mal mit. Automatisches Speichern. Ich glaube, mein Hund kann auch noch eine ganze Menge tragen. So, jetzt gucken wir uns... Ah, ein Fusionskern. Super. Das ist der Grund, warum ich mich hier doch ein bisschen länger umgucke. Wir haben auch schon wieder geschrieben, well, nimm nicht den ganzen Schrott mit. Nun, ich benutze das ja für den Basisbau. Es ist mir klar, dass dieser Basisbau eigentlich mehr ein Gimmick ist. Man kann natürlich auch ohne spielen, aber da denke ich mir, warum soll ich denn sowas nicht mitnehmen? Das kann man doch machen. Also mindestens eine Basis möchte ich mir bauen und ich würde halt ganz gerne mal gucken, wie sieht das aus, wenn Raider kommen und dann möchte ich nicht ganz blöd dastehen und noch ein Schlüssel im Aktenschrank. Okay. Dann möchte ich halt nicht ganz doof darstellen. Hey. Und deshalb nehme ich das einfach erstmal mit. Ne? So schlimm finde ich das nicht. Und natürlich, ne? Jeder würde anders spielen. Ne? Ihr habt vielleicht einen ganz anderen Spielstil als ich. Das ist ja auch gut so. Und ich sag mal, das macht ja aber auch so ein Spiel aus, dass man unterschiedlich spielen kann. Finde ich jedenfalls. Habe ich hier nicht noch ein paar schwere Sachen? Ja, wie den Metallheimer dabei gehabt. Eine nicht verrostete Blechdose. Guck mal, die ist auch sehr wertvoll. Das war Ironie. Eine Schaltplatte. Oh, 5 Schaltkreise. Allein dafür lohnt sich das ja schon. Dass ich mich hier umgeguckt habe. Klar, irgendwann werde ich vielleicht mal... Habe ich da jetzt einen Schlüssel weggetan? Tatsache, ne? Das ist doof. Den sollte ich mir zurückholen. Den brauche ich vielleicht noch. Weil das war nämlich, glaube ich, kein Schrott. Doch, Schlüssel ist Keramik. Aber reicht ja erstmal so. An das Terminal will ich gleich noch ran. Mal gucken, was das kann. Und nachdem mir in den ersten Folgen ganz viele Leute geschrieben haben, well, schau dich bitte genau um, ob du nicht irgendwas Besonderes siehst. Also ich denke mal, im Laufe der Zeit wird sich das auch ein bisschen herauskristallisieren, dass ich bestimmte Dinge halt einfach nicht mehr mitnehme, weil ich weiß, die brauche ich nicht. Ich weiß auch, dass man sich wohl Sachen markieren kann, die man als wichtig erachtet. Das hätte ich aber, glaube ich, in der Werkstatt machen müssen. Und dann werden die hier besonders hervorgehoben. Ist dahinter nicht noch? Nee. Gucken wir mal in das Terminal rein. Nee. Moment. Da mache ich mal eben kurz speichern. Das kann nicht schaden.
Ich habe da irgendwie einen Tipp bekommen, wie man hier mit Sonderzeichen was eliminieren kann. Ach nee, es geht ja so. Satelliten, Status Satellitenschüssel offline, Datenstromstatus, Datenbanknetzwerk offline. Online, Zugriff auf die Daten, auf das Datenbanknetzwerk nur für autorisierte Personen. Hier kommen wir nicht rein. Datenstromstatus, Systemfehler. Gut, jetzt habe ich aber auch den Fusionskern rausgenommen, ne? Das wird schon nicht so wichtig gewesen sein. Wir gucken hier mal eben. Da ist noch eine Kaffeekanne. Steht irgendwas in der Ecke? Nee. Gehen wir hier hoch. Ah ja. Dann nehmen wir hier auch noch die Impro-Pistole mit. Ich weiß, dass ich schon Impro-Pistolen habe. Ich weiß auch, dass ich mit denen nicht großartig was anfangen kann sonst. Aber... Ach, okay, die wollte ich jetzt vielleicht nicht unbedingt aufgenommen haben. Hier muss ich natürlich auch nochmal looten. Aber ich habe ja Mitspieler da in meiner Basis. Und die sind da ja vielleicht dran interessiert. Also die kann ich ja mit Waffen ausstatten. Ich denke mir mal über das Handelsmenü, weil ich kann denen keine Sachen verkaufen, hat man mir geschrieben. Ich will mal einfach davon ausgehen, dass das stimmt. Weil die meisten Leute haben doch mehr Ahnung von dem Spiel als ich. Oder das wär's. Ne, mehr Erfahrung. Und da vertraue ich dann doch schon ein bisschen auf meine Zuschauer. Bleib hier. Du kriegst jetzt nochmal ein paar Impro-Pistolen, weil die sind mir zu schwer. Ja, wäre cool, wenn es hier einen Trick geben würde, dass man da schneller... Okay, Dogmeat kann ich mir tragen, alles klar. Gut, zur Not muss ich eine Impro-Pistole sonst wegschmeißen. Wenn mir das zu schwer wird, was ich hier mit mir rumschleppe. Ich gehe auch mal davon aus, dass hier noch eine Lady ist. Ne, die Pistole wollte ich anmachen. Aufbereitetes Wasser ist immer gut. Eine Lötlampe klingt jetzt auch nicht schlecht. Reagenzglashalter. Dass man hier nicht alles mitnehmen kann. Ich glaube, das Putzmittel liefert mir gute Rohstoffe für irgendwas. Ja, das, guck mal, das Klemmbrett, so ein Rotz, den kann ich irgendwann mal weglassen, denke ich mir. Das Klemmbrett werde ich irgendwann nicht mehr brauchen. Entsperren zum Nachrichtenraumschlüssel. Zum Nachrichtenraum. Jetzt probieren wir aber erstmal das Terminal aus. Zu gut geschützt. Benötigten höherstufigen. Okay, Hacker-Skill. Ich jetzt? Ist das so? Da komme ich nicht ran. Finde ich ja tragisch. Okay, dann müssen wir. Das Terminal. Ach, mit Schlüssel aufgeschlossen, okay. Okay, hier scheint keiner mehr drin zu sein. Ah, sieht auch creepy aus ein bisschen. Machen wir mal ein Foto von. So. Okay, hier sind noch einige nette Sachen, die wir mitnehmen können. Tischventilator, die Zigarrenkiste. Wir sind sicher nicht noch mehr nützlich hier. Guck mal, was ist das? Eine Mini-Atombombe. Die nehmen wir mal mit. Nett. Handbuch, US-Handbuch. Du bist dauerhaft beim Schleichen schwieriger entdecken. Cool. Ha! So sieht das aus. Das müssen also nicht immer nur Comics sein. Nehmen wir mit. Geile Sache. Ordner nehmen wir auch mit. Also, sagt mir nochmal, dass ich mir nicht genau umgucken soll. Und dann nehme ich halt ein paar Sachen mehr mit. Lieber nehme ich ein paar Sachen mehr mit und schmeiß nachher was weg. Als dass ich Sachen übersehe. Ja, eine Glühbirne ist vielleicht auch nicht so falsch. Wer weiß, was wir da rauskriegen. So, Draht. Hier, Mikroskop. Das klingt auch nicht falsch. Und die Zigaretten werden mir richtig mal Geld bringen, wenn ich sie verticke. In so einem Wecker sind auch mal Sprungkurven, Schrotpatrone, 10 mm, Splittergranate, Splittermine, taktische Pistole. Mit Leuchten, die gehärtete Impro. Die Kiste hat sich immer richtig gelohnt. Na, trubst du dich aus? Ja, feiner Hund.
Cool. Also ganz ehrlich, bin ich super zufrieden hier mit dem, was ich mache. Spüllappen, okay, ja gut. Ob man jetzt unbedingt einen Spüllappen braucht, mag ich mal. Oh, hier ist noch ein Safe. Einsteiger-Safe. Okay, nee, die Richtung nicht, aber die Richtung dann vielleicht. Au. Dann muss ich ein bisschen weiter. Nee, weiter oben. Hier, langsamer. Ich will sie nicht wieder abbrechen in der letzten Sekunde. Passt doch. Geschafft. Okay, 10 mm Patrone. Die Pistole brauchen wir nicht unbedingt. Wert 50. Obwohl, solange wir was tragen können, nehmen wir es mit. Irgendwann werden wir es verticken können, vielleicht. Irgendwann werden wir es verticken können. Wie viel kann ich denn jetzt noch tragen? Zeigt mir der Pip-Boy das an. Na, 210 von 220. Okay. Gut, schlimmstenfalls lasse ich ein paar Waffen hier. Zur Not lasse ich ein paar Waffen hier. Ich möchte ja dann von hier aus auch möglichst wieder zurück nach Hause. Eigentlich wollten wir nur das Medaillon holen. Das können wir natürlich auf dem Rückweg noch abgeben. Und dann haben wir da Zugriff auf die Werkstatt. Was nicht schlecht ist. Ich weiß nicht, ob das dann gleich als zweite Siedlung zählt, dass wir dann sowas wie eine Handelsroute einrichten können. So, ich muss jetzt aufpassen, weil es könnte sein. Dass hier draußen noch jemand ist. Deshalb speichere ich mal. Lieber. Ah ja. Stimpak. So. Die Impro-Pistole nehme ich nicht mit. In den Turm möchte ich nämlich noch rein. Fleisch vom Misslingshund. Rotes Halstuch. So, und hier habe ich auch einen Toaster. Den Toaster nehme ich mit dem Schraubendreher nicht. Aber spätestens jetzt, Aluminiumdosen werde ich immer mitnehmen. Die bringen nützlichen Loot. Okay, hier unten rennt keiner mehr rum, aber die können wir mitnehmen. Ja, muss gucken. Spätestens gleich bin ich überladen wahrscheinlich. Noch kann ich laufen. Dann gehen wir nach oben. Was haben wir denn hier? Blähfliegenfleisch. Ach komm, lassen wir das Maulwurfsrattenfleisch weg. Und ich glaube nämlich, dass die Lady da reingelaufen ist. Eventuell. Ach nee, die habe ich abgeknallt, ne? Da ist sie ja. Impro-Pistole. Nee, das ist ein Kerl. Erstmal um die Ecke gucken, ob hier oben doch noch irgendwo jemand ist. Geht das noch höher? Nee, geht es nicht. Hier oben hört es auf. Sehr schick. Ah, ein schöner Ausblick. Da können wir gleich mal in Ruhe runter gucken. Dann kann ich auch aus der Deckung raus. Ja, ist auch schön. Machen wir auch mal ein Foto von. Vielleicht ist das ja... Mal gucken. Hundefutter in der Dose. Das können wir mitnehmen. Mal was zu essen. Wodka ist vielleicht nicht schlecht. Und vielleicht steht da noch so eine Wackelpumpe. Oh, hier, guck mal. Da. 10 mm Patronen und ein Baseball-Handschuh. Da kriegt man auch irgendwas Nützliches raus, habe ich gehört. Ne, den Löscher nehme ich nicht mit. Glaube ich. Hier ist uns nichts, ne? Gut, dann sind wir hier durch. Dann auf nach Hause. Also ich finde, das war ein wunderbarer Ausflug. Jetzt muss ich nur mal eben kurz gucken auf die Karte, wo wir hin wollen. Eigentlich müssten wir dahin noch, aber Dickichtausgrabung, wir müssen... Wo sind die Jungs denn nochmal? Die Satellitenstation. Ach, da ist die Farm. Hm. Es bringt ja nichts. Ich muss jetzt erstmal zurück.
Und die Sachen, die ich habe, die würde ich ganz gerne erstmal retten. Die Sachen, die ich habe, laufe ich überhaupt in die richtige Richtung? Gucken wir uns das nochmal an. Nee, ich muss ein bisschen weiter in die Richtung. Die Sachen, die ich habe, würde ich jetzt ganz gerne erstmal nach Hause bringen. Okay. Was bist du denn? Warum steht hier eine Powerrüstung rum? Und warum kann ich die nehmen? Ah, ist sehr interessant. Okay. Was man hier nicht so alles findet. Was ist das? Krass. Okay. Auch ein schönes Bild. So, wo ist mein Hund? Was war das denn für ein Geräusch? Hat da irgendwas geschossen? Hast du jetzt die Hirschkuh umgebracht oder nicht? Dogmeat. Dogmeat, lauf mal nicht so weit. Wir laufen nämlich in die falsche Richtung. Dogmeat. Wir laufen hier aber schon gleich in unser Unglück. Ich muss aufpassen, wenn ich eins jetzt nicht brauche, sind es nochmal Raider. Außer mal, man kann doch nicht so falsch laufen, wie ich gerade laufe, oder? Das geht auch gar nicht. So, das ist aber die Richtung, in die ich muss. Nee, immer noch nicht. Ach so, Moment. Ich hab doch da unten einen Kompass. Ich kann mir doch bestimmt irgendwo auch Markierungspunkte setzen, ne? Das wäre hilfreich. Aber wenn ich jetzt direkt in Richtung Westen laufe, müsste ich an den Hause kommen. Ich sollte nicht meine ganze Ausdauer dabei draufgehen lassen. Ja, genau. Hier waren die Raider. Und ich könnte unten durchs Wasser laufen. Das kostet mich allerdings Rad. Also, was heißt, das kostet mich Rad? Das wird mir einen Strahlungsschaden einbringen. Ach was. Deckel des Stromkreisunterbrechers. Und was denn? Okay, ich würde sagen, das schreit für mich danach, dass wir uns das nochmal angucken. Aber hier liegt auch was rum. Mais. Schmeiß doch nicht alles runter hier, Junge. Hier ist noch ein Briefkasten in den Mülleimer. Die Hirschkuh lassen wir bitte mal links liegen. Und dann lass doch einfach die Hirschkuh Hirschkuh sein. Den Köter, den hier war, haben wir gekillt, ne? Ich bin geneigt, hier durchs Wasser zu gehen. So, ihr kriegt generell in Wasser meistens Strahlungsschaden. Das ist so. Nur Fallout schlägt sich da nieder, das Wasser strahlt halt. Schön, jetzt sind wir wieder zu Hause, das ist gut. Ich packe jetzt erstmal meine ganzen Sachen hier aus und auch den Schrott, den ich habe und sortiere meinen Hund um. Das mache ich eben offline. Da werde ich mir vielleicht mal eine Kiste bauen bei mir, wo ich bei mir meine... Wisst ihr, den ganzen Schrott habe ich schon eingelagert. Jetzt muss hier der Hund nochmal kommen. Dogmeat! Bleib, warte da, Junge! Hier los. Drüben. Komm her. Kommt er jetzt? Okay, ich probiere das mal aus. Er macht irgendwas. Nimm's Marcy nicht übel. Sie verarbeitet den. Oh ja, der hört ja gut. Art. Super, danke. Aufgepasst. So. Dann mach ich den Hund mal leer. Und wir sehen uns dann hoffentlich in der nächsten Folge wieder. Ich würde mich freuen. Und ich baue mir dann hier erstmal eine Kiste. Und so. Dass wir dann eigene Sachen mal in unserem Haus aufbewahren können. Das wäre vielleicht nicht schlecht. Guti, dann ja, lasst mir einen Daumen hoch da, wenn es euch gefallen hat. Ich finde, ich habe echt wundervollen Loot daraus geholt. Und ja, ich finde, ich habe das alles richtig gemacht. Guti, bis dann. Tschüss.